Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 146. Alle Mods, die wir heute sehen, sind auch für die Leute gedacht, die mit der PlayStation oder mit der Xbox den LS22 spielen. Wir fangen mal an mit diesem Gebäude hier zuerst. Hier steht ziemlich viel Gerümpel rum. Ihr seht noch schon einen schönen kleinen Handwagen mit Stroh, die sieht sehr cool aus. Noch so ein paar alte, Trichter, Füller, Häcksler, Aufsätze, was auch immer. Bisschen Schlauch, noch ein bisschen Restepalette. Hier auch eine alte Wanne. Ne? Efeu an der Wand geklatscht. Wir können hier das Ganze schön aufmachen. Da seht ihr auch schon, was das im Prinzip ist. Es ist nämlich eine kleine Garage. Wir können hier dementsprechend reingehen. Ihr seht hier Licht, aber ich sehe hier gerade keinen Lichtschalter. Von der Seite kommen wir so auch nicht weiter, glaube ich. Hier haben wir noch einen Bereich, wo wir rein können. Da seht ihr, hier ist ein Durchfahrpart. Ich mache hier mal die Hilfe an, aber hier ist dicht anschalten. So. Ist die Frage, was auch hier für nebenan galt? Ja, das galt für beides. Also hier haben wir noch eine kleine Durchfahrgarage, die gar nicht so zum Durchfahren ist, weil immer die andere Seite nicht aufgeht. Okay, doch, geht wohl auf. Ich bin nur etwas zu schnell. Okay, kann man nachvollziehen. Was hier noch so alles wie ist und was ich hier noch reingucken kann. Ah. Das ist auch ein Dachbodenzugang, okay. Ich dachte erst, das wäre was, wo man noch was reinhüpfen könnte, aber dem ist gar nicht so. Und hier. Ja, weil ich war nicht dicht genug dran. Oh, geht sehr schnell. Hier können wir auch nochmal eine Tür aufmachen und dann sehen wir. Ja, hier steht auch nochmal schön unsere Holzgeschichten. Schön ordentlich trocken. Ja, können wir in kleine Stücke sägen. Ihr seht hier selber ein bisschen die Hecken können wir noch bearbeiten. Bisschen Kompressorgeschichten. Also wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Sache. Mit dem ganzen Dekomaterial und sowas macht das natürlich schon einiges her. Das Ganze ist etwas höher. Das ist aber auch nicht das Problem, weil wir überall Rampen haben. Also ich finde es so ganz gelungen, muss ich sagen. Auch als Garage, als Durchfahrgarage. Also schon eine schöne Sache, auch mit dem Licht an. Ne, das ist Nummer 1. Ich werde euch gleich mal zusammen zeigen, weil ich habe noch eine Variante hier. Das ist auch eine Unterstellversion, wie ihr seht. Hier habe ich jetzt auch keinen Lichtschalter so auf Anhieb gefunden, auch mit der Taste R. Wie ihr da oben seht, ist hier nichts zu machen. So, aber es ist ein bisschen größeres Ding. Wir machen das einfach mal auf. Ja, ich sehe zu, ich habe es nicht auf die optimalste Stelle gestellt. Aber hier ist der Lichtpart und auch das hier eine schöne Ausleuchtung, ein bisschen gelbliches Licht, so wie die Lampen das ursprünglich auch hergeben. Man hat hier einen groben Putzpart dran, das ist aber alles okay. Und die Sachen klappen alle schön nach außen aus. Wir haben eine ganz dünne Bodenplatte, deswegen ist das mit dem Reinfahren auch nicht so das Problem. Man muss natürlich ein bisschen gucken, hier, da habe ich ein bisschen Murks beim Hinstellen gemacht. Aber ihr seht selber, wir haben hier drei große Doppeltüren auf beiden Seiten. Man kann auch noch zur Seite auf beiden Seiten was abstellen. Und wir haben hier noch einen Unterstand zum Durchfahren und noch zwei größere Garagen zum Parken. Also das ist schon sehr, sehr viel, muss ich sagen. Wir werden uns das jetzt auch mal sehr, sehr viel im Shop angucken. Nein, wir werden uns das ganz normal im Shop angucken. Der Witz an der Geschichte ist, das gute Stück mit der ganzen Deko kostet 50.000, bietet aber zusätzlich, das habe ich nicht zeigen können, deswegen sehen wir es jetzt von oben, 960 Euro im Monat an Einkommen, weil es Solar mit drauf hat, was den Preis dann wieder mehr als rechtfertigt. Das andere ist diese schöne, schmale, große Halle. Die können wir auch schön hinstellen. Ich habe den Unterstand am Ende noch nicht mal gezeigt, stelle ich gerade fest. Ja, laufen wir nochmal in die Richtung hier. Hier ist natürlich noch eine Unterstellmöglichkeit, auch beleuchtet. Ja. Gehört alles dazu, liegt bei 45.000. Also durchaus zwei sehr interessante Geschichten hier. Je nachdem, was man möchten möchte, hier auf dem Dach sogar mit Solar. So, dann kommen wir zur nächsten Geschichte. Das hier ist sozusagen das Ende der ganzen Kette. Weil hier seht ihr selber, schön reiner Ahornsirup, schön mit dem Schild dabei. Weil das ist die Verkaufsstelle für den Ahornsirup. So simpel ist es. Hier an der Seite müssen wir es anliefern, nämlich hier. Und hier vorne kommen die Leute hin und kaufen es dann. Und das Ganze müssen wir produzieren. Wer hätte das gedacht? Und hier seht ihr es auch schon. Das hier sind die Auffangsysteme. Ja, hier seht ihr unsere Ahornbäume. Hier seht ihr ein bisschen, was bearbeitet wird und hier kommt der ganze Spaß dann raus. Und da seht ihr es auch. Ich kann das Ganze mit Escape auch aufrufen. Dann gehen wir hier selber im Verkauf. Kostet Ahornsirup 1000 Liter
ne, 2400 Euro fast. Und die Produktion aus zwei Wasser gibt es einen Ahornsirup. Also im Prinzip ist es Gelddrucken, sagen wir es so. Ich weiß jetzt nicht, ob hier vielleicht nochmal was anderes dazukommt oder ob das auch einfach nur als Gelddruckmaschine gedacht ist, weil nichts anderes ist es. Hier kann man einfach schön konstant Wasser reindonnern. Ne? Wir stellen im Monat 864 Ahornsirup her. Das sind dann knapp 2000 Euro, die wir halt jeden Monat einfach umsonst haben. Dafür kostet es Platz. Ne? Also okay, es ist noch machbar und noch okay, finde ich. Deswegen habe ich es auch jetzt hier vorgestellt, weil man einfach, ne, auch die Felsengeschichte hier ganz witzig, weil man einfach nicht das Vermögen damit machen kann. Ne? Es ist halt für wenig Geld, aus nichts Geld machen, wenn man so will, ne? Also aus Wasser einfach nur Geld machen, aber es sind halt nur so knapp 2000 Euro im Monat, ne? Und dafür kostet Platz, wie man möchte. Ja, und apropos Wasser, da natürlich zu passend, das gute Stück hier, das ist nichts anderes wie ein Wasserturm, genau. Den finden wir auch hier ganz normal unter Container am Ende, da seht ihr, an diesem Wassertank kannst du deine Wasserfässer auftanken. Und damit könnten wir hier Wasser anliefern. Das wäre schon der ganze Part. 5000 kostet der ganze Spaß. Und so einfach ist es. Ja, so schnell gehen die vier platzierbaren Sachen. Die anderen beiden Sachen weiß ich nicht, wie schnell die gehen. Aber wir haben noch zwei Traktoren hier. Und zwar aus verschiedensten Generationen. Wir fangen einfach mal an mit dem Kollegen, der hier ganz drüben steht. Das ist ein John Deere 1630. Ihr seht, ein schön uraltes Teil, hätte ich fast gesagt. Aber ein älteres Gerät schon eher. Mit einem Stollvorbau und auch dem Stollpaket dabei. Das heißt also, wenn ihr euch dieses gute Stück anschafft, dann habt ihr auch diesen Anbau hier vorne vor. Und ne, dafür gibt es dann diesen 910er Stoll. Und das sind die ganz normalen Stollgabeln, so wie wir es aus dem 19er auch kennen. Aber da war Stoll ja noch eine der Hauptmarken. Also wir können das Ganze nochmal hier reinsteigen. Machen mal den Standard-Lichttest. Der funktioniert, Rundumleuchte gehen. Solches Räuspern, Blinker links, rechts ist okay. Ihr seht selber, wir haben hier noch eine Maussteuerung. Dafür muss ich aber erstmal den Motor anmachen. Ich kann schön die Tür auf und zu machen hier und hinten das Fenster auf und zu machen. Das wird von der Seite besser. So. Fenster auf und zu machen. Und mit dem mittleren Mausrad kann ich die Beifahrertür aufmachen. Und das ist es dann. Und viel mehr braucht man im Prinzip auch gar nicht, wenn man jetzt nur die Sachen von außen betrachtet. Ich mache den Motor jetzt mal an. Und drehe da auch. Ich mache ihn mal wieder aus. Ich mache jetzt den Fahrtest zuerst, drehe da eine Runde mit und dann machen wir mal so einen Vorbau daran. So, Frischstart. So, Bremsleuchten hat er. Rückfahrleuchten leider nicht. 1 Million PS hat er auch, natürlich nicht. Ne, wenn ich jetzt hier einfach mal irgendwas nehme, also eine Schaufel oder so. Das hoch machen schon. So. Ne, nehmen wir mal ihn hier. Der seht ihr ganz normal, frei beweglich, passt alles, läuft. Ne? Über mehr kann man hier schön mit viel Gegend eiern. Und ja, kleiner Hoftraktor, ne? So einfach ist es. Gucken wir uns natürlich auch im Shop an, finden wir auch mit anderen Sachen noch, mit Pflegebereifung und allem drum und dran. Finden wir unter den Kompakttraktoren ganz am Ende. Da haben wir ihn 12.000 kostet das gute Stück, nur 60 PS hat es, 40 fährt es. Ich kann hier Reifenvarianten wählen, ne, auch Pflegebereifung oder Zwillingsbereifung-Geschichten dabei. Und ich kann halt sagen, ich möchte den Stollvorbau da haben oder nicht, ne? So simpel ist es. Und ein Nummernschild können wir auch noch wählen. Reifenhersteller, kann man auch noch mit durchgehen. Auch das, gar kein Ding. 4,7 Tonnen wiegt er selber. Wie gesagt, wenn man den mit den Vorbaugeschichten und alles haben möchte und den bisschen anderen Reifen, ist man schon so bei 15 bis zu. Na, also immer noch sehr, sehr erträglicher Preis. So, wir hüpfen mal eine Runde raus und kommen zur letzten Mod für heute. Genau, wir haben nämlich den Deutz, diesmal die 7er Serie, den 7250 in der Warrior Edition. Deswegen auch die schwarze Lackierung hier mit Radgewichten. Und hier auch schön den Warrior-Schriftzug. Das Ganze kriegt ihr natürlich im Shop. Da fangen wir einfach mal mit an. Unter mittleren Traktoren natürlich auch in anderen Motorgrößen, nämlich in 224, 245 und 263 PS. Reifenvarianten gibt es auch ein paar. Und ne, ihr seht selber, hier kann ich die Warrior-Version durchmachen. Wenn ich die Warrior-Version nicht nehme, ne, dann habe ich halt das ganz normale Grün.
Er hat noch die leicht runtergezogene Spitze. Das ist also ein Baujahr 2011, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, ne, 185.000 normal Grund. Wenn man halt dann überall so ein bisschen dran rumdreht, sag ich mal so, dann ist man bei 212.000. Finde ich aber soweit ganz okay. Wir können die Felgen noch eben einfärben. Die kosten nichts extra. So, ja, wir sind drinnen. Ich würde sagen, wir machen einfach mal Licht an. Das sieht aber auch schon mal ganz ordentlich aus. Wir haben hier nochmal die Rundumleuchte, die geht. Blinken tun wir auch auf beiden Seiten. Das ist schon mal wunderprächtig. Wenn wir die Hilfe hier anmachen, sehen wir, wir haben keine Zusatzgeschichten oder sowas groß. Also hier gibt es keine extra Sachen oder extra Würste sozusagen. Wir haben einen schönen Innenbereich. Da können wir dementsprechend den Motor anmachen, seht ihr, also das ist mit Motor aus, sind trotzdem die Displays alle an und eine Lichtreaktion haben wir nicht. Wenn ich den Motor anmache, dann seht ihr im Armaturenbereich, da kommt ein bisschen Lichtgeschichten dazu, aber hier innen drin passiert sonst lichttechnisch gar nichts. Also drinnen tut sich da nicht so sonderlich viel. Ja, ich würde sagen, wir drehen da auch nochmal eine Runde mit. So, Bremslichter gehen, Rückfahrleuchten hat er auf, das ist natürlich wunderprächtig. Gucken, können wir ihn auch irgendwie schön positionieren sozusagen. Ja, Rückfahrleuchten, Bremsleuchten, alles wunderprächtig. So, gut, ja, ich stelle ihn einfach mal hier neben, steige eine Runde aus und dann suchen wir uns mal ein Plätzchen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal von dieser Seite ran. Und nehmen wir den Kleinen zuerst aufs Korn sozusagen. Ja, und mit den Bildern hier sind wir, ihr ahnt es, richtig am Ende der Geschichte für heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen.